Also ich glaube, das richtige Problem beginnt, wenn er ins Laufen kommt. Ja, es ist nicht lange her, aber es hat sich schon doch einiges verändert seitdem. Also auch in Leverkusen. Leverkusen spielt schon ein bisschen anders, haben noch mehr diese Attitüde einer Spitzenmannschaft, völlig zu Recht auch, spielen noch ein Stück abgeklärter, haben eine unheimliche Qualität über die Flügel, wo sie immer wieder auch versuchen, Flügel zu überladen. Dann mit Bailey, mit Brandt, mit Bellarabi, wenn er spielt. Unheimlich schnelle, dynamische, aber auch kreative Spieler. Verteidigen ist sehr kompakt mit sehr aggressiv anlaufenden Stürmern. Aggressiv vor allen Dingen auch im Sinne von sehr fleißig. Also sie lassen selten abreißen. Es wird sehr schwer, sich da über eine geordnete Spieleröffnung immer wieder durchzuspielen. Also wirklich eine Mannschaft, die ein gewisses Selbstverständnis hat. Und das müssen wir brechen. Da werden wir wieder sehr viel Geduld auch brauchen im Spiel mit dem Ball, aber auch Mut. Und dann ein Stück weit anders als auch auf Schalke, um dann auch diese gute Struktur dann auch mit einem Tempowechsel zu haben, um dann wirklich in die Tiefe zu kommen. Das wird etwas sein, was für uns ein wichtiger Punkt ist. Ja, es ist so, dass Leverkusen natürlich auf beiden Flügeln extrem gut besetzt ist. Also Julian Brandt oder Karim Bellarabi nur mal beispielhaft zu nennen. Das heißt, man muss schon sehr genau darauf achten, auch Verlagerungen zu unterbinden, um eben nicht in die Situation zu kommen, da sie ins Tempo kommen zu lassen oder sie wirklich mit Anlauf drauf zugehen zu lassen. Das ist so ein Punkt. Und dann musst du natürlich sehr frühzeitig den Ballführenden attackieren. Also gerade in Bailey, also ich glaube, das richtige Problem beginnt, wenn er ins Laufen kommt. Und das sollten wir versuchen zu vermeiden.